Hallo liebe Zuschauer, zur nächsten Folge unserer Fun-Sport-Serie auf der Außenbahn. Wir sind heute Abend zu Gast in Castrop-Rauxel beim Schweriner KC. Schweriner KC spielt Korfball und was Korfball genau ist, das lassen wir uns jetzt einmal von Lennart Schwirz erklären. So liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier in der Halle. Neben mir sitzt Lennart Schwirz, er ist Spielführer der ersten Mannschaft. Lennart, Korfball, was ist das eigentlich genau? Ja, Korfball ist eine holländische Mannschaftssportart, in der vier Männer und vier Frauen zusammen spielen. Das Ziel ist es, die hinter uns zu sehenden Körbe zu treffen. Die Bewegungen würde ich so einordnen, so ein bisschen zwischen Basketball und Handball. Also es gibt viele Sprung- und Laufbewegungen, Abstoppbewegungen. Das würde ich sagen, sind so die typischen Merkmale des Korfballs. Okay, Lennart, ich wollte heute mal ein bisschen mittrainieren. Dann würde ich sagen, ziehe ich mich mal um und dann schauen wir uns mal an, was Korfball so ausmacht. Ja, Lennart, ich bin umgezogen. Gleich werde ich meinen ersten Schritt im Korfball unternehmen. Das Ziel des Spiels ist ja, den Ball in den Korb zu versenken. Wie mache ich das am besten? Ja, und stehen beim Korfball zwei Grundwurfarten zur Verfügung. Die erste kann ich quasi aus jeder Distanz anbringen. Da halte ich die Hände seitlich am Ball, schaue, dass meine Ellbogen am Körper anliegen und strecke meine Arme nach oben aus, um auf den Korb zu werfen. Die zweite Wurfart kann ich machen, wenn ich in einer Bewegung zum Korb bin. Da halte ich den Ball tiefer und ziehe ihn dann mit meinem letzten Schritt nach oben Richtung Korb. Okay, dann würde ich sagen, zeigst du mir das jetzt nochmal und ich steige einfach mal ins Training ein. Alles klar. Ja, Lennart, danke, dass du mir die Regeln des Korfballs erklärt hast. Danke, dass ich mittrainieren durfte. Wenn ich es nochmal ausprobieren will, was muss ich mitbringen? Ja, erstmal natürlich Spaß am Sport, an der Bewegung, Spaß am Ballsport. Und was das Material angeht, reicht einfaches Sportzeug, Hallenturnschuhe und ja, schon kannst du loslegen. Okay, gibt es ein bestimmtes Alter, das ich erreicht haben muss, damit ich hier mittrainieren kann? Im Prinzip nicht. Wir bieten Gruppen für alle Altersklassen an. Das geht so mit dem Kinderturnen los ab 3 Jahren, wo man noch nicht ganz so viel Korfball spielt. Die ersten Korfballer fangen so mit 5, 6 Jahren an. Und ja, wir haben auch eine Hobbymannschaft, wo man noch mit über 50 spielen kann. Also im Prinzip ist das Alter völlig egal. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen es, ich bin nass geschwitzt. Korfball ist eine sau anstrengende Sportart. Ich gehe jetzt duschen und dann auf Wiedersehen.